Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie wir bei Custom Events Parameter übertragen. Parameter sind Variablen, Werte, die wir von einem Event, von einem ausgelösten Event zu einem anderen Event übertragen können. Und zwar Blueprint übergreifend. Das schauen wir uns ganz normal an. Also wir sind im Third-Person-Template. Die, die mich kennen, sehen, dass es keine so große Überraschung ist. Also, wir haben hier den Third-Person-Template, wir gehen hier mal drauf und erstellen im Third-Person-Template ein Custom-Event. Wie machen wir das? Ganz einfach, rechte Maustaste und schreiben in Custom, ja, da ist es schon. Und geben irgendeinen Fantasienamen rein, los geht's, ja. Und hier, dieser Custom-Event, da steht ein Input. Dieser Input, den können wir mal erstellen, also sobald wir hier draufklicken, erstellen wir einen Input. Ja, und wir können den jeder Art von Variablen-Typen erstellen oder definieren. Wir sagen erst einmal hier Punktestand, ja, Punktestand mit D und geben den Typen Integer. Compile. So, jetzt haben wir hier einen Input, ja. Jetzt wollen wir diese Custom Event woanders aufrufen. Da gehen wir kurz zu unserem Viewport. Treten in so ein App-Level-Blueprint ein und machen Folgendes. Also wir setzen hier einen Cube und sobald der Charakter diesen Cube berührt, erscheint dieser Wert. So, also wir haben den angeklickt, gehen in unser Level-Blueprint, rechte Maustaste, Add Event, Add-on-Actor-Hit. Ja? Also sobald der Charakter diesen Cube berührt, soll irgendwas passieren. So, wir haben ja hier im Third-Person-Character-Blueprint ein Custom-Event erstellt. Und dieser Custom-Event soll Folgendes machen. PrintString soll diesen Punktestand, der hier eingegeben wird, ausgeben. So, wir ziehen hier noch einen Append-Node ein. Die einer meiner Videos kennen, wissen, dass Append-Node ist Folgendes, dass es mehrere Strings quasi aneinander kettet. Ja? Wir ziehen das und verbinden das mit dem B und schreiben hier dein Punktestand ist Doppelpunkt, ja? Und Leerzeichen. Damit auch eine Lücke zwischen dem Punkt und diesem Satz, quasi diesem ersten Punkt dann ist. Ja? So. Das hätten wir. Jetzt gehen wir in den Level Blueprint. Wir wissen, dass es im Third-Person-Template diese Third-Person-Character diesen Event gibt. Also klicken wir erstmal den Third-Person-Character an, gehen in den Level Blueprint, rechte Maustaste, Create a Reference. Ja, jetzt haben wir eine Referenz. Jetzt können wir auf das Event zugreifen. Ja. Wie hieß unser Event? Los geht's. Schreiben wir mal hin, da erscheint es schon. So, los geht's. Super. So, da haben wir schon unseren Input, ja, Input. Also wir können hier irgendeinen Wert eintragen. Dieser Wert wird quasi zu diesem, kommt aus diesem Los geht's Event raus, ja. Und so können wir Werte zwischen Blueprints übertragen. Wir erstellen mal eine Variable dazu. Rechte Maustaste, Promote to Variable, ja. Und Punktestand lassen wir mal so, wie es ist, oder schreiben Punktestand jetzt. Ja. Und wir wollen Folgendes, dass dieser Punktestand bei jeder Berührung um 1 nach oben gezählt wird. Das heißt, wir ziehen das erstmal hier raus und es gibt einen Node, der nennt sich Increment. Ja, plus plus. Dieser Increment macht Folgendes, er zählt quasi zu dieser Variable plus 1 dazu und setzt dann quasi die Variable mit diesem neuen Wert. Ja. So, jetzt compilen wir, nicht vergessen, und gehen auf diese drei Punkte, New Editor Window. So, sobald wir hier drauf gehen, ja, wird dieser Wert übertragen und der Wert wird um 1 nach oben gezählt. Ja. Genau. Also was haben wir gelernt? Wir können bei Custom Events, ja, das ist ein Custom Event, im Parameter bzw. einen Input setzen. Dieser Input können wir beim Aufrufen des Events definieren bzw. ja,
Input quasi. Wir können es übertragen. Und so können wir verschiedene Werte zwischen Blueprints hin und her transportieren. So, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Interesse. Bis dahin, tschüss.